Hi, in meinem heutigen Gitarren-Tutorial möchte ich euch von Barclay James Harvest den Song Hymn mal präsentieren, wie ihr den spielen könnt. Wunderschöner Song, besteht aus folgenden Griffen: E-Dur, E-Dur 7, da legt ihr nur den kleinen Finger auf den zweiten Bund der G-Seite auf. A-Dur, A-Dur 6, da legt ihr den kleinen Finger auf den dritten Bund der B-Seite auf. Der Song lebt insbesondere vom Anschlagwechsel zwischen E-Dur und E-Dur 7 an den Zeilenenden. Diesen Rhythmus bekommt ihr, indem ihr E-Dur zweimal die Bassseiten von oben nach unten abstreicht und dann auf E-Dur 7 greift und im Wechsel hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, achtmal spielt. Ja? Ich zeige euch mal, wie das klingt. Natürlich könnt ihr das auch leicht variieren, indem ihr dann eben so spielt. Aber ihr müsst halt im Takt bleiben. Ja? Text und Griffe findet ihr in den Infos unter meinem Video eingeblendet. Könnt ihr euch rauskopieren und ich zeige euch mal, wie das gespielt wird und gesungen wird. Ja? Saviour, the saviour.
Ich wünsche euch viel Spaß dabei.